Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie im Fall Maximilian Krah die Medien die Öffentlichkeit täuschen, wie die Strategie der Medien im Moment ist und was die AfD dagegen machen kann. Außerdem geht es um ein Video von Ivan Rodionow, ein sehr sehenswertes Video, wo ich aber trotzdem bei meiner Meinung bleibe. Der Vollständigkeit halber gucken wir uns erst nochmal das Zitat an von Maximilian Krah, das aktuelle. Dann gucken wir uns an, wie die Medienberichterstattung darüber ist, so ein paar Schlagzeilen. Dann gucken wir uns ein Phoenix-Interview an mit einem scheinbar rechten Journalisten vom Magazin Cicero. Ihr kennt vielleicht Christoph Schwennicke, das ist so ein relativ bekanntes Gesicht. Und der steht immer so für alternative Sichten in Anführungszeichen. Also jedenfalls denken die Leute das. Jetzt erst einmal, was Maximilian Krah gesagt hat. Herr Krah, Sie haben gesagt, die Deutschen sollten stolz auf ihre Vorfahren sein. Auch wenn es SS-Offiziere waren? Maximilian Krah. Es kommt darauf an, was sie getan haben. La Repubblica. Die SS-Leute waren Kriegsverbrecher. Maximilian Krah. Man muss die Fehler individuell bewerten. Am Ende des Krieges gab es fast 1 Million SS-Angehörige. Auch Günter Grass war in der Waffen-SS. Die Verwandten meiner Frau waren Deutsche, die in Ungarn lebten. Sie hatten die Wahl, sich bei der ungarischen Armee oder bei der SS zu melden. Hätten sie sich als Deutsche zur ungarischen Armee gemeldet, so wussten sie aus dem Ersten Weltkrieg, wäre das ein Todesurteil gewesen. Unter den 900.000 SS-Leuten waren auch viele Bauern. Es gab sicherlich einen hohen Prozentsatz an Kriminellen, aber nicht alle waren kriminell. Ich werde nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war. In jedem Rechtsstaat gilt die Unschuldsvermutung. Und das gilt auch für die Waffen-SS. Weil sonst hätte man 1 Million Leute gleich ins Gefängnis stecken können. Oder man hätte sie hinrichten können. Natürlich, jetzt kann man mutmaßen, ja, die haben es wahrscheinlich gewusst, die haben es nicht gewusst. Sie sind Mitläufer, sie tragen auf irgendeine Art und Weise Schuld. Und hier ist das Problem, weil das ist Spekulation. Natürlich, mutmaßlich, die meisten haben es wahrscheinlich irgendwie gewusst. Sie haben mitgemacht oder ihnen war es egal und sie waren nicht im Widerstand. Aber wir können das im Nachhinein nicht nachvollziehen. Und man darf nicht vergessen, es gab damals eine Medienmaschinerie, die gesagt hat, die SS ist ganz toll, Hitler ist toll, die SS ist toll. Und natürlich haben viele gewusst, was los ist, aber wir wissen es nicht genau. Und in einem Rechtsstaat gilt die Unschuldsvermutung. Und im Endeffekt nichts anderes hat Maximilian Krah gesagt. Er hat gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung, ein hoher Prozentsatz waren schuld, aber man kann nicht sicher sagen, dass alle schuld sind. Und das ist eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt sagen viele Leute, ja gut, aber Maximilian Krah hätte das gar nicht thematisieren müssen. Und es war einfach ein Fehler, auf die Frage überhaupt zu antworten. Die Frage kann man übergehen und sagen, ich antworte nicht drauf. Oder man sagt einfach, die SS ist schlecht und geht dann zum nächsten Thema über. Das Problem hier ist, dass dieses Thema, also ein positiver Vergangenheitsbezug, das ist so ein bisschen AfD-DNA. Also mir persönlich ist das Thema nicht sehr wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde es auch nicht thematisieren. Aber das ist nun mal so. Also ich finde es auch nicht falsch. Also man kann auch auf die eigene Geschichte ein bisschen stolz sein. Natürlich nicht, ohne das Schlechte aus dem Blick zu verlieren. Aber Fakt ist nun mal so, dass es halt vielen Leuten in der AfD ist es wichtig. Und jetzt kann man sagen, ja, Krah hätte nicht darauf antworten sollen. Und natürlich kann Krah jetzt ausweichen, die AfD-Vertreter können ausweichen, aber sie kommen immer wieder diese Fragen und die Medien treiben die AfD damit vor sich her. Und was Krah jetzt gemacht hat, er hat geantwortet, im Grunde als Jurist. Und jetzt kommen die Medien und sagen, ja, Maximilian Krah, das mag alles technisch richtig sein, aber das suggeriert ja das und das. Also wenn Maximilian Krah jetzt, das sagt ja, das suggeriert, das verharmlost die SS-Verbrechen. Das heißt, er hätte das nicht so sagen, du hättest es noch irgendwie anders sagen müssen. Weil so wie er es jetzt sagte, ist es halt eine Verharmlosung. Und wenn er sagt, die Bauern und Günter Grass, das war auch die Argumentation von Rodionow. Die Art und Weise, wie Krah es gesagt hat, würde das verharmlosen. Und hier ist, denke ich, das Problem. Also wir alle, mich eingeschlossen, jeder, wir werden in dem Moment manipuliert von den Medien, wenn wir sie aufnehmen. Und wir machen uns das dann auch zu eigen. Also diese Argumentation, ungewollt, das geht einfach ins Unterbewusstsein.
denken wir dann, ja, okay, also diese, wir haben diese Interpretation von den Medien, dann denken wir, dann sehen wir den Text oder das, was Maximilian Krah gesagt hat, sehen wir dann aus dem Blickwinkel von dieser Medienargumentation. Dann sehen wir den Text ganz anders, als wenn wir den einfach so unvoreingenommen gelesen hätten. Man muss auf die Fakten im Text gucken. Und die Fakten im Text stimmen, und dann darf man sich auf diese Interpretation nicht einlassen. Das Problem ist jetzt, wenn man sich darauf einlässt oder dann auch irgendwelche Zugeständnisse macht, dann stärkt man die Medien. Weil dann sagen die Medien, ja, guckt her, die AfD sieht es ja auch so wie wir. Also das ist sozusagen, das ist hier die Bestätigung, dass wir recht haben. Und dadurch ist das Medienframing viel stärker. Es ist grundsätzlich psychologisch immer so, also auch jetzt zu zweit, bei Gruppen, immer wenn man jemandem Aufmerksamkeit schenkt, dann lenkt man seine Energie dahin und dann stärkt man denjenigen. Das heißt, wenn jetzt wir auf die Medien reagieren, wenn die AfD auf die Medien öffentlich reagiert und ein Zugeständnis macht, natürlich sagt jetzt Tino Kubala, oder Peter Büstron oder Maximilian Krah, wir nehmen sie nur aus der Schusslinie. Aber natürlich, die Medien nutzen das natürlich und framen es so, ja klar, das ist, wir haben es ja, also wir stehen eigentlich gar nicht im Mittelpunkt, sondern wir bringen die Fakten. Und die Fakten, die sind so stark, dass die AfD darauf reagiert. Das heißt, wir sind die Informationsvermittler und es ist eigentlich vollkommen logisch, dass die AfD reagiert. Wenn jetzt die AfD nicht reagiert hätte bei Krah, also einfach weitergemacht hätte, das Zitat abgeräumt hätte, darauf verwiesen hätte, das ist juristisch korrekt, es war so, die Interpretation stimmt nicht. Ihre Interpretation, das ist ihre Interpretation, das ist aber nicht unsere Interpretation. Wir verharmlosen die SS-Verbrechen nicht, wir verharmlosen die SS nicht. Wir haben hier nur die Unschuldsvermutung, die in einem Rechtsstaat steht, in den Mittelpunkt gestellt. Man lässt sich auf diese Interpretation nicht ein, sondern man beharrt darauf, auf den Inhalt und beharrt darauf, dass die Suggestion, die unterstellt wird, dass sie nicht wahr ist. Und dann kann man noch nachlegen und nochmal die SS betonen, wie schlimm die SS ist. Obwohl ja Maximilian Krah selbst gesagt hat, die SS ist schlimm und ein hoher Prozentsatz waren Verbrecher. Und dann beharrt man darauf, von einer SS-Verharmlosung kann hier nicht die Rede sein, sondern es gilt selbstverständlich für alle die Unschuldsvermutung, für jeden, das muss für jeden gelten in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie, muss die Unschuldsvermutung gelten, sonst könnte man ja alle in den Knast stecken, sofort. Hätte man alle in den Knast stecken können, ohne Prozess, ja, die waren in der SS, das war eine verbrecherische Organisation, also alle ins Gefängnis, ganz einfach. Das hat man nicht gemacht, man hat es wohlweislich nicht so gemacht, weil wir eine Demokratie sind, weil wir kulturell fortschrittlich sind. Und eine Lynchjustiz, sowas machen wir nicht. Und das Gefährliche ist, dass die AfD sich daran so ein bisschen beteiligt, oder die AfD-Führungsspitze, an einer Justiz, die Unschuldsvermutung übergeht. Und scheinbar geht es nur darum, jemanden aus der Schusslinie zu nehmen. Aber es ist tatsächlich eine Bestrafung. Also jetzt schon vor diesem Vorfall, bei Maximilian Krah mit dem China-Spion, bei Peter Büstron ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft, sehr wahrscheinlich ist es konstruiert, extra von diesem tschechischen Geheimdienst, extra, dass die Staatsanwaltschaft ermitteln kann. Es ist nichts passiert und trotzdem auch diese beiden Leute werden eigentlich auch von der AfD-Führungsspitze blamiert. Also sie sollen sich zurückhalten, sich aus dem Wahlkampf zurückziehen. Und natürlich, jetzt kann Tino Kubala bei der Rede sagen, ja, das ist ganz toll für Maximilian Krah und ihm den Rücken stärken. Oder kann auch Peter Büstron sagen, ja, wir stärken Peter Büstron den Rücken. Aber das interessiert nicht, weil die Medien framen Peter Büstron und Krah, dass sie beschädigt sind und dass sie jetzt, ja, im Grunde, dass sie auch von der AfD, dass sie nicht den Rückhalt haben. Das haben ja auch die Medien immer vorgebracht. Die haben dann Kupala und Weidel damit vor sich hergetrieben, dass sie gesagt haben, ja, was war denn das für ein Schlingerkurs? Bis Peter Büstron und Krah, sie schämen sich ja offensichtlich dafür. Das ist das Framing, das greifen die Medien auf, das wird verbreitet. Und das Problem ist, die ganzen Leute, also 70% der Bundesrepublik, die gucken kein YouTube, nach wie vor nicht, weil sie so viel arbeiten oder Familie haben, einfach keine Zeit dazu haben. Das heißt, dieser YouTube-Anteil, der steigt nicht so stark, weil einfach viele Leute, die sind da nicht drin und die kommen auch nicht rein, weil der Tag hat nur 24 Stunden, die schnappen irgendwas im Radio auf, gucken in der, was weiß ich, in der Bundesliga-Halbzeit mal kurz die Nachrichten oder zwischendrin, werden sie irgendwie beschallt und dann kommen die Informationen der großen Medien an. Und dann ist es vollkommen irrelevant, was Tino Kubala auf irgendeiner Rede erzählt. Sondern das Framing wird aufgegriffen und das wird 24/7 verbreitet, es kommt an. Und das ist gefährlich, was die AfD-Führungsspitze, was die AfD hier macht.
Weil das ist auch das, die Unschuldsvermutung, sie reden von einer Unschuldsvermutung, aber sie wenden sie selbst nicht an. Das passt nicht zusammen. Und hier kommen wir auch zu der Strategie der Medien. Die Strategie ist jetzt, sich selbst so scheinbar rauszuziehen, dann relativ höflich mit den AfD-Vertretern umgehen, vergleichsweise zu früher. Nicht immer, aber beispielsweise bei Lanz oder bei Mioska. Das ist alles ganz höflich. Und scheinbar ist die AfD selbst schuld. Es werden diese Skandale produziert. Und das Gefährliche ist auch, die AfD-Wählerschaft oder die AfD-Führungsspitze, die kriegen das gar nicht mit. Also die können sich da gar nicht reinversetzen, was bei 70% der Bevölkerung ankommt. Und das, was angekommen ist, jetzt bei der Bevölkerung, das wird nachhaltig dafür sorgen, dass diese Leute abgeschreckt sind von der AfD und nicht mehr in Betracht ziehen, sie zu wählen. Auf lange Sicht. Der Spiegel, der fasst eigentlich das gesamte Framing, das über die AfD verbreitet wird, fasst er eigentlich ziemlich knapp zusammen. AfD-Skandale. Die peinlichste Partei Europas. Die AfD wird mutmaßlich von Diktatoren geschmiert, ist heillos zerstritten, verharmlost die Nazizeit und nährt niederste Instinkte. Warum hat diese Trümmertruppe überhaupt noch Wahlchancen? Und hier sieht man perfekt, was eigentlich alle großen Medien schamlos machen. Sie suggerieren, die Skandale sind vorhanden. Und die AfD-Führungsspitze, indem sie Maximilian Krah und Peter Büstron nicht die volle Rückendeckung gegeben haben, unterstützen dieses Narrativ dadurch. Das heißt, keine Reaktion darauf wäre die richtige Reaktion gewesen. Auf jeden Fall nicht öffentlich. Man muss vorbehaltlos 100% dahinter stehen. Hinter Krah und nicht irgendwie mit Auftrittsverbot oder irgendeine Aktion, die Medien ausschlachten können oder als Reaktion werten können. Seht her, ja, das sind einfach die Informationen, die AfD ist gezwungen, darauf zu reagieren. Die AfD ist nicht gezwungen, darauf zu reagieren. Sie ist erst dann gezwungen zu reagieren, wenn tatsächlich was bewiesen ist. Und was auch ein riesiges Problem ist, dass die AfD-Leute immer noch irgendwie denken, sie dringen durch. Und das gucken wir uns jetzt mal an, dass sehr wahrscheinlich die AfD nicht durchdringt, bei einem Großteil. Schauen wir uns dazu einen Weltartikel vom 2. Mai an. Dresden. Jetzt inszeniert sich AfD-Spitzenkandidat Krah als Opfer einer Verschwörung. Erstmals seit der Festnahme seines langjährigen Mitarbeiters Ian G. tritt der AfD-Europaabgeordnete Maximilian Krah öffentlich auf. In Dresden behauptet er, dass es einen Zusammenhang zwischen den Vorwürfen gegen ihn und einer ganz bestimmten politischen Position gäbe. Das heißt, hier wird er so als Verschwörungsidiot geframed. Und das verbreiten alle Medien und das glauben die Leute auch. Also Krah ist jetzt hier, wenn er jetzt behauptet, er ist nicht geschmiert, dann ist er ein Verschwörer. Und der ist halt einfach ein Trottel und das stimmt alles nicht bei der AfD. Oder hier die Tagesschau zu Peter Büstrom. AfD-Chefs fordern Verzicht auf Wahlkampfauftritte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Polizei hat Räume des AfD-Abgeordneten Büstrom durchsucht. Nun reagiert die Parteispitze. Büstrom Nummer 2 auf der Europawahlliste soll im Wahlkampf nicht mehr auftreten. Und hier sieht man, Nummer 1 und Nummer 2 sind total beschädigt. Und hier auch wieder ist die AfD selbst der Kronzeuge dafür, dass mit beiden was nicht stimmt. Und jetzt sehen die Leute, okay, mit Krah stimmt was nicht, mit Büstrom stimmt was nicht, mit den beiden ersten Listenplätzen, das ist lächerlich. Die Partei kann man nicht wählen. Das sind ja, wenn die ersten beiden skandalbehaftet sind, dann kann man den Rest sowieso vergessen. Was wäre jetzt gewesen, wenn die AfD sich vorbehaltlos hinter Büstrom und Krah gestellt hätte? Es wäre dann gestanden Frame gegen Frame. Und die Medien wären viel schwächer gewesen und vor allen Dingen würden die Leute neugierig werden. Was hat denn die AfD zu sagen? Indem sie bei Krah und Büstrom Zugeständnisse gemacht haben, wirkt es viel weniger glaubwürdig, wenn sie sagen, bei Korrektiv, das ist Lüge und Täuschung pur. Und vor allem, es geht auch völlig unter, dass jetzt Korrektiv vor Gericht verloren hat. Es geht völlig unter durch die neuen Skandale in Anführungszeichen. Es würde aber nicht so untergehen, wenn die AfD einfach nicht darauf reagiert hätte. Weil die Meldungen viel schwächer gewesen wären. Wenn es keine Reaktion der AfD gegeben hätte auf Büstrom und Krah, wäre es viel schwächer gewesen. Weil natürlich, dann sehen die Leute, okay, die Medien behaupten das, aber die AfD macht nichts. Wenn die AfD nichts macht, okay, warum macht die AfD denn nichts? Vor allem, dann muss ich mich mal mit dem Originalzitat auseinandersetzen. Weil die Leute, die lesen das Originalzitat von Krah und die beschäftigen sich gar nicht mehr damit. Weil die sehen, okay, ja, die AfD hat reagiert, okay, dann wird schon irgendwas dran sein. Dann muss ich mir jetzt nicht mehr die Mühe machen, mir das selbst anzugucken. Weil die AfD-Spitze hat ja selbst zugegeben.
Wenn das Frame gegen Frame steht, dann geht es vielmehr um das Detail. Dann müssen sich die Leute, sind sie gezwungen, sich zu entscheiden, stimmt jetzt das oder stimmt das? Aber so hat im Grunde die AfD-Führungsspitze den Medien recht gegeben. Jedenfalls die Medien framen es so und nur darauf kommt es an. Die Medien können das so framen, okay, die AfD gibt selbst zu, natürlich jetzt wollen sie ihn vielleicht nicht ausschließen gleich, den Grab im Grunde, ja, es ist halt, es hat ein Zugeständnis, es war alles falsch bei der AfD. Wir haben recht, wir haben gute Arbeit geleistet. Wir haben die Öffentlichkeit bestens informiert. Zu sagen, es gilt die Unschuldsvermutung, das ist im Grunde ein Schachzug. Also man muss das immer sehen wie Schachzüge und die Medien haben darauf auch einen Schachzug gemacht. Sie haben sich entschlossen, jetzt dieses Statement in den Mittelpunkt zu rücken. Und wie das jetzt wirkt, hängt wiederum von dem nächsten Schachzug der AfD ab. Und es war hier aus meiner Sicht der falsche Schachzug, sondern der richtige Schachzug wäre gewesen, man hätte jetzt dieses ganze Nazi-Framing der Medien in den Mittelpunkt rücken können und ins Verhältnis setzen können, indem man die Bigotterie offenlegt. Und ich habe das jetzt auch nochmal bei Antispiegel mit durchgelesen, und zwar diese Sache mit dem SS-Mann aus der SS-Division Galizien, der in Kanada geehrt wurde. Und jetzt muss man wissen, die SS-Division Galizien, das war nicht irgendeine Division, sondern die war besonders hinterhältig und grausam. Also sie ist so sinnbildlich für all das Negative, für all das Schreckliche der Nazizeit. Es waren Freiwillige, die hinter der Front gemeuchelt und gemordet haben. Sie waren an einer sogenannten Operation Reinhard beteiligt, der 2 Millionen Zivilisten zum Opfer gefallen sind. Die SS-Division Galizien ist die unterste Schublade. Und Zelensky wusste von allem. Er hat diesen Mann mit nach Kanada gebracht, er wurde geehrt. Und Zelensky hat es gewusst und die Medien wissen, dass es Zelensky weiß. Und es wird hier nichts berichtet oder es wird so ganz klein berichtet. Und auch unsere Wahrnehmung wird dadurch getäuscht. Also wir nehmen es auch nicht so wahr. Also mir ist jetzt auch erst bewusst geworden, wo ich jetzt diesen Artikel wieder gelesen habe mit dieser SS-Division Galizien, wovon wir hier eigentlich reden. Und auch der ehemalige Botschafter Melnik hat ja kein Hehl draus gemacht, Bandera und diese ganzen Leute zu unterstützen. Von den Medien wurde das alles möglichst klein gehalten. Und die AfD kann das in den Mittelpunkt rücken und kann die Bigotterie offenlegen. Und vor allem kann sie den Leuten verdeutlichen, das ist alles Verarsche, in Anführungszeichen. Es ist alles Täuschung, es ist keine Wahrhaftigkeit. Also was bei der AfD aufgebauscht wird als Rechtsextrem, als Nazitum, es ist vollkommen lächerlich, das ist gar nichts, wenn man jetzt in die Ukraine guckt. Die Offiziellen, was die von sich geben oder was da passiert, also was so offensichtlich rechtsextrem ist, was so nazihaft ist, das greifen die Medien seit 2014 überhaupt nicht auf. Die AfD könnte auch in den Mittelpunkt rücken, dass damit diese Leute, diese Verbrecher in der Ukraine bestärkt werden, weil die sind sich genau bewusst, dass die Öffentlichkeit im Westen nichts davon mitbekommt, was sie machen. Und dadurch, das motiviert sie umso mehr, Verbrechen zu begehen. Das war ja bei dem Beschuss von zivilen Gebäuden immer das Problem. Die wussten, sie haben einen Freibrief, sie können machen, was sie wollen. Sie haben nichts zu befürchten. Vor allem nicht aus dem Westen, weil die Medien einfach nicht darüber berichten. Das war denen vollkommen klar. Auch diese Offiziellen der Ukraine, die wussten auch, die können sagen, was sie wollen. Sie haben nichts zu befürchten. Und davon kommt mangels Wissen wahrscheinlich, oder aus welchem Grund auch immer, kommt davon gar nichts. Gucken wir uns jetzt zum Abschluss mal ein Phoenix-Interview an, das auch nochmal das Framing zusammenfasst. Wie, in Anführungszeichen, sogar rechte Medien darüber berichten. Und dass das genau d'accord geht mit dem, was der Spiegel geschrieben hat. Und was nochmal verdeutlicht, wie das ankommt bei der Bevölkerung. Und wie schwer das Schaden ist. Jetzt im Folgenden das Interview. Phoenix nachgefragt mit Alexander Marguier, Chefredakteur des Cicero-Magazin für politische Kultur. Guten Morgen, Herr Marguier. Guten Morgen. Die AfD ist selbst den rechtsextremen und rechten Kräften zu extrem, hat Moritz Körner gesagt, Europaabgeordneter der FDP, Entschuldigung. Trifft er damit den Nagel auf den Kopf aus Ihrer Sicht? Naja, ganz offensichtlich ist das ja so. Die AfD wurde aus der ID-Fraktion im Europäischen Parlament ausgeschlossen. Und dafür gibt es ja Gründe. Und die liegen in erster Linie jetzt zumindest mal in dem Interview begründet, dass Maximilian Krah, also ein Abgeordneter der deutschen AfD,
im Europaparlament gegeben hat und wo er glaubte, also die SS, den verbrecherischen kriminellen Charakter der SS relativieren zu müssen. Da ist natürlich eine Grenze überschritten worden. Und das hat dazu geführt, dass die AfD ausgeschlossen wurde. Die AfD wird künftig im Europaparlament isoliert sein. Und das alles passiert im Wahlkampf zum Europaparlament. Insofern ist das für die AfD sicherlich eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Welche anderen strategischen Erwägungen stehen denn da vielleicht auch noch hinter für die rechten Parteien aus Frankreich und Italien, die da ja jetzt vorne weggegangen sind auch? Naja, die suchen natürlich eine Annäherung ans konservativ-bürgerliche Lager. Das ist mit der AfD ganz offenbar nicht zu machen. Eben Hintergrund das Interview, das Krah gegeben hat, aber auch vieles andere, insbesondere die Nähe zu Russland, die ja auch manifest wurde, insbesondere das Hadern mit der NATO und überhaupt dem westlichen Verteidigungsbündnis. Also da kommt einiges zusammen, was die AfD selbst eben für die Idee-Fraktion im Europäischen Parlament mehr als unappetitlich macht, zumindest so unappetitlich, dass man mit ihr nicht mehr zusammenarbeiten möchte und es auch künftig nicht tun wird. Jetzt gibt sich der AfD-Parteivorstand relativ gelassen, so nach dem Motto, wir warten mal den Wahlabend ab und danach reden wir auch noch mal mit den anderen Parteien und gucken, was dann draus wird. Brennt trotzdem im Hintergrund gerade der Baum bei der AfD? Absolut, das kann man, glaube ich, so sagen. Das wird ja auch aus allen Statements deutlich. Maximilian Krah wurde sozusagen aus dem Wahlkampf herausgenommen. Er bleibt Spitzenkandidat der AfD, darf aber keine Wahlkampfauftritte mehr bestreiten. Und ich glaube, das sagt schon sehr vieles. Und in der AfD, so wie ich das höre, brennt tatsächlich die Hütte. Jetzt hat die SPD, ich habe es heute Morgen mit den Parteien, von Wählertäuschung gestern gesprochen, weil Maximilian Krah trotz allem ja auf Listenplatz 1 bleibt. Ist das argumentativ für Sie nachzuvollziehen? Das weiß ich nicht, wie das verfahrensrechtlich genau aussieht. Ich glaube nicht, dass man ihn so kurz vor der Wahl überhaupt noch austauschen könnte. Viele Unterlagen sind ja bereits gedruckt. Ich glaube, auch etliche Wähler haben bereits die Wahlzettel zugeschickt bekommen. Also ich glaube nicht, dass das rein formal überhaupt noch möglich wäre, den Kandidaten auszutauschen. Glauben Sie denn oder können Sie sich vorstellen, dass Maximilian Krah so weit geht, zu sagen, er zieht sich aus dem politischen Betrieb auf europäischer Ebene zurück nach der Wahl dann? Nein, das glaube ich nicht. Dazu ist er zu eitel und er ist ja in gewisser Weise auch so eine Art politischer Clown, wie man sie ja ab und zu immer wieder erlebt. Also ich erinnere zum Beispiel an jemanden wie Beppe Grillo in Italien, den Gründer der Fünf-Sterne-Bewegung. Er ist unglaublich eitel, das hat man an seinem Wahlkampf gesehen, wie er den bestreitet. Er kommt dann mit einem Cabriolet angefahren und lässt sich sozusagen von Cheerleadern und Cheerleaderinnen begleiten. Also er braucht die Öffentlichkeit, er wird die Öffentlichkeit weiter suchen und ich glaube auch, er braucht die Provokation, das gefällt ihm. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich aus dem politischen Betrieb zurückziehen wird. Glauben Sie denn auch, dass Maximilian Krah das beim Parteitag der AfD, der ansteht, nochmal eskalieren lässt, dass dann vielleicht nochmal einen Schritt weiter gedacht, da ein offener Machtkampf ausgetragen wird zwischen dem Höcke-Lager, Krah gehört ja dazu, und den anderen? Ich glaube nicht, dass die AfD dann so unklug sein wird, das jetzt noch weiter zu eskalieren. Möglicherweise wird Krah das versuchen. Ich weiß allerdings tatsächlich nicht, wie weit man diese Person überhaupt noch im Griff hat. Und wie gesagt, er tendiert zu politischen Übersprungshandlungen. Er ist in gewisser Weise ein Clown. Deswegen ist alles möglich. Ich würde aber sagen, dass man doch AfD-seitig versucht zu deeskalieren. Ob das gelingt, das wird sich dann zeigen. Es wird sicherlich ein spannender Parteitag werden. Zur AfD-Methode gehört ja Polarisierung, gehört ja Spaltung. Zusammenfassend kann man sagen, dass sich wahrscheinlich viele AfD-Leute nicht bewusst sind, wie stark die Medienwirkung ist und vor allem auch, wie die Rolle der Medien ist. Also beispielsweise auch Maximilian Krah hat erklärt, in seiner letzten Rede, dass in den 90ern die Tagesschau, dass sie noch wahrhaftig berichtet hätte. Die wissen nicht, dass das nie der Fall war. Dass die Medien auch schon da getäuscht haben. Also man kann es ja auch allein schon sehen mit diesem Zitat von dieser Botschaftertochter beim ersten Irakkrieg, diese Brutkastenlüge. Oder auch mit Serbien, wie die Medien da getäuscht haben. Also ich bin da auch voll drauf reingefallen. Und viele Leute in der AfD, wahrscheinlich in der Führung,
Also beispielsweise Gopala hatte ja auch Familie, hatte früher einen Handwerksbetrieb, der hatte keine Zeit, sich zu informieren. Also viele haben das nicht verstanden, dass die Medien, dass wir nie eine gute Berichterstattung hatten. Wir haben es früher einfach nur nicht gemerkt und es wurde früher nicht so übertrieben. Also früher hat man es diskreter gehalten, da hat man es auf einige wenige wichtige Narrative beschränkt und hat man nichts mitbekommen. Also ich habe davon nichts mitbekommen früher und die allermeisten haben davon nichts mitbekommen. Wahrscheinlich wissen viele noch nicht mal mehr von 9-11, dass der dritte Turm 200 Meter hoch war, dass da kein Flugzeug reingeflogen ist, es auf 81 Stahlsäulen stand und durch Brand eingestürzt sein soll, nach der offiziellen Version, die aber erst 2007 kam, nachdem 2004 in dem offiziellen Bericht zu dem dritten Turm überhaupt nichts kam, wie er eingestürzt ist. Und erst nachdem Protestlauf wurde, hat man sich dann genötigt gesehen, okay, wir müssen jetzt in dem offiziellen Bericht, 2007 müssen wir nochmal nachlegen, wie der dritte Turm eingestürzt ist, von dem ja eigentlich fast niemand weiß, dass er eingestürzt ist, weil jeder hört nur von zwei Türmen oder auch jetzt in New York, der dritte Turm, wo er stand, da ist alles überbaut worden und die Denkmäler befinden sich nur auf den zwei Türmen. Und es wurde ja auch schon über den Einsturz des dritten Turms berichtet, bevor er überhaupt eingestürzt ist. Die Medien sorgen dafür, dass die Leute mit dem dritten Turm sich auseinandersetzen, weil dadurch vollkommen offensichtlich wird, dass er gesprengt wurde. Und wenn der dritte Turm gesprengt wurde, wurden natürlich alle Türme gesprengt. Und das weiß niemand. Und das wissen wahrscheinlich auch in der AfD, wissen es immer noch nicht viele, weil die großen Medien ein Kartell bilden und man es einfach nicht mitbekommen hat. Man einfach an einen dritten Turm gar nicht denkt und man das Motiv auch gar nicht versteht. Also bei mir war es so, ich habe nie das Motiv verstanden, warum alle Türme gesprengt worden sein sollen. Das erschien mir vollkommen schwachsinnig. Warum soll man denn die eigenen Türme sprengen? Weil man das nicht so einfach versteht, dass in den USA man immer die Zustimmung von der Bevölkerung braucht. Und dass man für ein Kriegsabo, man muss die Bevölkerung dafür gewinnen und da muss man solche Aktionen machen, um die Bevölkerung dazu zu bewegen, das gut zu heißen. Weil ja auch die Bevölkerung, die Soldaten ja auch dafür sterben müssen in den Kriegen. Das war ja auch immer so bei Pearl Harbor. Immer muss die Zustimmung der Bevölkerung eingeholt werden und dann braucht man irgendwelche Aktionen, womit man Militärschläge rechtfertigen kann. Und also ich habe das nicht verstanden. Ich habe nie das Motiv verstanden, warum die Türme gesprengt sein sollten. Das erschien mir vollkommen unsinnig, weil ich dachte mir, gut, die USA, die können doch mit ihrer Armee einfach so irgendwo überall hingehen. Wenn sie es wollten, die könnten doch in Saudi-Arabien einmarschieren, sich das Öl holen, die könnten doch überall einfach einmarschieren. Und da fehlt eben das Wissen, dass die Zahl der Soldaten, dass die Zahl zu gering ist und vor allem, dass die Soldaten ja auch nicht einfach so hingehen wollen. Dass die Leute ja motiviert sein müssen, dass die Soldaten motiviert sein müssen und dass die Öffentlichkeit in Amerika, dass es ja auch eine große Zivilcourage vorhanden ist und dass die eigentlich isolationistisch sein wollten. Die wollten ihr Ding machen und von der Welt nichts wissen und einfach frei leben. Und das ist so der Geist in Amerika von vielen Leuten. Um diese Leute zu täuschen und sie zum Krieg zu bewegen, muss man eben solche komischen, verrückten Aktionen machen, wie mit dem 11. September. Oder eben auch früher andere Aktionen. Oder auch mit Kennedy, wie der umgekommen ist, ist auch vollkommen klar, dass natürlich die Einzeltätertheorie falsch ist. Und dass natürlich sehr wahrscheinlich der Geheimdienstchef dahinter steckt, der gefeuert wurde von Kennedy. Was eigentlich relativ offensichtlich ist, wo alle Leute, die das sagen, als Verschwörer geframed werden, und das dann halt auch so hängen bleibt bei den Leuten. Man denkt, ja, man weiß nichts Genaues, weiß man nicht. Und bei Nord Stream ist es auch das Gleiche. Gut, aber Nord Stream ist jetzt neu. Aber es war eben früher schon immer so. Nur die Leute haben es nicht gemerkt. Und die Herrschaft funktioniert über die Medien. Und die Altparteien halten nur ihre Fahnen in den Wind. Und wenn man wirklich was ändern will, dann muss man die Leute dazu bringen, von den Medien wegzugehen. Den Medien zu misstrauen. Das ist der Schlüssel zu allem. Man kann die Medien nur bekämpfen, indem man die Leute aufklärt darüber, was die Medien machen. Dass die Leute getäuscht werden. Wenn die Leute das verstehen, dann bricht die Herrschaft zusammen. Aber davon sind wir im Moment weiter weg denn je zuvor. Vor allen Dingen, wenn das Medienframing unterstützt wird und die Leute das Bild so perfekt passt für die Leute. Also für die Allgemeinheit passt das Bild perfekt. Und das hat der AfD-Vorstand, denke ich, leider nicht berücksichtigt. Und ja, es ist eine Katastrophe und ich weiß nicht, wie man das heilen kann. Jedenfalls die Rede von Tino Chrupalla in Dresden, ich habe sie geguckt, ich fand sie in weiten Teilen, hat mir das auch gefallen, aber das Problem ist, es hört niemand. Außer uns hört das niemand. Und für die breite Allgemeinheit passt das Bild perfekt. So, das ist wirklich alles schlüssig und das, was unschlüssig ist mit Korrektiv, das geht runter. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.